Egal, ob du Anfänger bist oder ein alter Flötenhase, es gibt Dinge im Umgang mit deinem Instrument, die du unbedingt beachten solltest. Ich bin Katja Reinbold, ich bin Flötistin und Flötencoach. Im heutigen Video fasse ich dir diese Dinge nochmal zusammen, sei es zum Neukennenlernen oder zum Wiederholen. Bleib dran! Bevor wir loslegen mit dem Thema, wollte ich noch ganz kurz von meiner Checkliste und dem Übeplan erzählen. Beides kannst du dir herunterladen, wenn du dich in meine E-Mail-Liste einträgst. Dann wirst du darüber hinaus noch mit monatlichen News versorgt, was bei mir gerade so los ist. Den Link dazu findest du unten in der Infobox. Ich drehe dieses Video, weil ich immer wieder grobe Fehler im Umgang mit dem Instrument sehe. Um dir den Gang zum Flötenbauer zu ersparen, stelle ich dir diese Fehler jetzt noch einmal vor. Wenn du mehrere Teile gleichzeitig in die Hand nimmst, sind Kratzer vorprogrammiert. Wenn's dumm läuft, kannst du sogar deine Klappen verbiegen. Wir haben nun mal drei Flötenteile und nur zwei Hände, also mach das Zusammenbauen lieber in zwei Etappen. Nimm pro Hand ein Teil in die Hand und du vermeidest Kratzer und Beulen. Wenn du Ringträger bist, solltest du aufpassen, dass du nicht mit deinem Ring ständig gegens Flötenrohr rumpelst, denn das verkratzt natürlich und wenn du einmal richtig fest zugreifst, kannst du auch deine Flöte verbeulen. Ich habe mir aus dem Grunde abgewöhnt, Ringe zu tragen. Wenn du deine Teile verkantet aufeinander setzt, ist es vorprogrammiert, dass du den Zapfen verbeulst. Setze die Teile gerade aufeinander und dann schiebe sie zusammen. Es geht einfacher, wenn du deine Hände ein bisschen zusammen machst, dann hast du mehr Gefühl. Wenn die eine Hand da außen ist und die andere Hand da hinten, dann ist es viel schwieriger, das hier zu treffen. Aber wenn du die Hände zusammenbringst, kannst du sogar mit dem Daumen das Ganze ein bisschen führen. Gewöhne es dir an, deine Flöte nach dem Gebrauch auszuwischen. Ist es wirklich nicht viel Arbeit, deine Polster danken es dir. Beim Auswischen des Kopfes sieh zu, dass du nicht mit zu viel Karacho oben reinrumpelst, denn hier oben ist der Stimmkork, der kann sich verstellen. Also du wickelst einfach das Tuch hier oben rum und gehst dann sachte rein, bis du am Ende bist und dann drehst du einfach nur dein Tuch. Sieh zu, dass du ein Innenputztuch verwendest, was nicht fusselt. Die Fusseln, die geraten in deine Mechanik und verursachen Störungen. Es eignet sich ein oft gewaschenes Taschentuch beispielsweise, was eine mittlere Größe hat. Wenn dein Tuch zu klein ist, dann kann es möglicherweise in der Flöte drin verloren gehen. Und wenn es zu groß ist, dann wird es zu dick und dann bleibt es drin stecken. Du vermeidest es, dass es stecken bleibt, indem du mit dem Daumen den Zipfel hier festhältst. Dann kriegst du es auch wieder komplett raus. Wenn das Tuch aber zu dick ist, dann streift es beim Putzen möglicherweise die Polster. Und da musst du ganz arg aufpassen, dass die bei der Gelegenheit nicht kaputt gehen. Wenn dein Tuch mal in der Flöte verschwunden ist und stecken geblieben, dann kriegst du es mit dem Putzstab wieder rausgedrückt. Wenn du deine Flöte länger offen stehen lässt, dann kann sie einstauben. Silberflöten werden tatsächlich schwarz und natürlich birgt es eine gewisse Unfallgefahr. Wenn du fertig bist mit Üben, wisch die Flöte kurz aus, pack sie in den Kasten, dann ist sie gut versorgt und sicher. Gehe auf gar keinen Fall mit scharfen Reinigungsmitteln an deine Flöte, auch nicht mit Silberputzmitteln.
In manchen Kästen liegt so ein kleines Silberpad, das verhindert das Anlaufen. Das ist in Ordnung. Aber sobald du hier mechanisch mit irgendetwas über dein Instrument gehst, bei den Silberputzmitteln, da wird tatsächlich Silber abgetragen. Also bei versilberten Flöten ist dann ganz schnell die versilberte Schicht weg. Und auch bei Vollsilberflöten verlierst du Material. Also einfach nur ein weiches Tuch nehmen und polieren, das reicht völlig. Am besten nimmst du dazu so ein Mikrofasertuch, das ist ganz weich, nimmt die Fingerdapsen weg und dann fasst sich die Flöte wieder schön an. Passe auch auf, dass du nicht mit dem Tuch zu dolle zwischen die Klappen gehst. Ganz leicht, bis hinten hin wirst du sowieso nicht kommen. Und wenn du da mit dem Tuch hinten drin rumbohrst, dann wird unter Umständen deine Mechanik leiden, es fliegen Federn raus. Also diese Art von Reinigungsarbeiten macht tatsächlich besser der Flötenbauer. Kannst du ja einmal im Jahr so ein bisschen säubern lassen, dann ist die danach wieder wie neu. Aber selber zwischen den Klappen rumbohren lieber nicht. Was gar nicht so schlecht ist, sind diese Putzhandschuhe. Das sind einfach ganz normale Baumwollhandschuhe. Da hast du die Flöte schön in der Hand, kannst überall so ein bisschen hin. Und dann brauchst du gar nicht so umständlich noch mit dem Tuch rumhantieren. Das ist auch eine ganz schöne Sache. Kann man immer im Flötenkasten haben. Und was ein totales No-Go ist und der Tod für jede Polzer ist, wenn du jetzt gerade im Winter die Flöte zum Aufwärmen auf die Heizung legst. Ich sehe es wirklich immer wieder. Dann höre ich, wieso, ist doch nur Silber, ist doch nur Blech. Aber die Polster, die werden dann ganz oft vergessen. Ist ähnlich wie beim Draußenspielen. Die Polster, die leiden einfach. Sie trocknen aus, im schlimmsten Fall fallen sie raus. Wenn sie reißen, reicht es auch schon, dass der Ton einfach nicht mehr kommt. Und gerade wieder gesehen, die Flöte in der Tasche hinten drauf auf dem Gepäckträger vom Fahrrad. Die Flöte ist solch ein filigranes Instrument und die ganze Feineinstellung geht zum Teufel bei sowas, wenn die durchgeschüttelt wird. Die Schrauben lösen sich und du kannst, wenn du Pech hast, die Flöte nachher komplett nachstellen lassen. Also Flöte lieber in Rucksack auf den Rücken, wenn du mit dem Fahrrad fährst, dann kann nichts passieren. Was immer super ist, wenn man die Flöte wirklich einmal im Jahr zum Flötenbauer bringt zur Durchsicht, dann, das ist wie beim Auto, ne? Das bringst du auch einmal im Jahr zur Inspektion, dann guckt er das einmal durch, stellt vielleicht die Mechanik ein bisschen nach, weil in einem Jahr, wenn du regelmäßig spielst, passiert gerne mal so ein bisschen was, dass das neu reguliert werden muss, dann geht er auch nochmal mit dem Putzzeug drüber und dann ist die Flöte wieder wirklich schön. Die Federn, die sind dann wieder gespannt, ne? Dann greift sich die Mechanik auch schöner. Und sollte irgendetwas passieren, vielleicht, dass ein Polster gerissen ist, dann sieht der Flötenbauer das sofort und somit kannst du halt größere Reparaturen vermeiden. Also ich denke, wenn du diese 10 Punkte berücksichtigst, dann wirst du auf jeden Fall lange Freude an deinem Instrument haben. Ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, um dir das zu demonstrieren, dieses Putztuch so derartig in das Mittelstück von dieser Schülerflöte zu stopfen, dass ich es jetzt nämlich selber nicht mehr rauskriege. Also vielleicht ist dir das eine Warnung, dass du wirklich das vermeidest, dass dieses Tuch in der Flöte stecken bleibt. Das ist nämlich gar nicht so ohne und ich muss jetzt echt mal drüber nachdenken, wie ich das wieder rauskriege. Ich habe vor gefühlt 100 Jahren schon mal ein Video zum ähnlichen Thema gemacht, so pflegst du deine Flöte richtig. Das kann ich dir hier nochmal einblenden. Vielleicht magst du es dir nochmal anschauen, es hat nicht die Qualität, die es jetzt hat, aber wichtige Sachen sind ja irgendwie dann doch erzählt und von daher kann es ja nicht schaden. Ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen weitergeholfen und wenigstens Spaß gemacht zum Zugucken und ich freue mich, dich dann hier bald wieder auf meinem Kanal zu sehen. Bis dahin!